Es gibt Orte auf dieser Welt, da will man sein, ob ihrer Schönheit. Und es gibt Orte, da will man im Leben nicht hin. Und einer dieser Orte ist gerade Caracas. Die Hauptstadt von Venezuela wurde gerade offiziell zur gefährlichsten Stadt der Welt erhoben. Nirgends außerhalb von Kriegsgebieten werden so viele Menschen in so kurzer Zeit umgebracht, verschleppt, misshandelt. Caracas kommt auf 120 Morde pro 100.000 Einwohner. Eine Reportage von Verena Gleitzmann. Wenn es dunkel wird in Caracas, kehrt Angst ein. Nur noch wenig Polizei ist zu sehen. Wer kann, eilt nach Hause. Denn jetzt gehören die Straßen ihnen, den Motorradgangs. Colectivos werden sie genannt. Jede Nacht fahren sie durch die Straßen, geschmückt mit den Fahnen der Regierung. Sie bezeichnen sich als Chavisten, als Anhänger des Sozialismus. Für die Bewohner von Caracas sind sie aber vor allem eines: Gangster. Seit es die Colectivos gibt, herrscht hier Terror. Hier haben sie an einem Sonntag um 10 Uhr vormittags einem Typen die Kehle durchgeschnitten. Ausgestorbene Straßen mitten im Stadtzentrum. Das ist kein unübliches Bild in Venezuela. Das Land hat die zweithöchste Mordrate der Welt. Jedes Jahr werden hier 25.000 Menschen getötet. Am schlimmsten ist die Situation hier in Petare, dem Armenviertel vor Caracas. Hier traut sich die Polizei schon lange nicht mehr her. Die Bewohner fühlen sich alleine gelassen. Jeden Tag sind hier Schüsse zu hören. Leute werden umgebracht. Und das alles kommt nicht in den Nachrichten vor. 17 Jahre nach der sogenannten Bolivarianischen Revolution steht Venezuela vor dem finanziellen Ruin. Die Wirtschaft ist am Boden, die Staatskassen sind leer. In vielen Vierteln haben kriminelle Banden die Kontrolle übernommen. Und die haben Waffen. Der Grund, warum Florian Silva nicht mehr Polizist sein will. Die Kriminalität ist außer Kontrolle. Niemand hilft uns. Wir gehen dorthin, werden einer nach dem anderen getötet und trotzdem passiert nichts. Venezuela habe sich in einen Staat verwandelt, in dem kriminelle Banden das Sagen haben, sagt Pfarrer Alejandro Moreno. Er untersucht seit 30 Jahren die Gewalt in Venezuela. Das größte Problem, sagt er, seien die vielen Waffen und die Korruption. Nicht nur die Regierung, auch die Richter, die Polizisten, die Gefängnisse, sie alle sind tatenlos. Und ja, das ist die Schuld der Regierung, denn die hat im Grunde alle Fäden in der Hand. Jeder Verbrecher, der ein Delikt begeht, kommt davon. Die venezolanische Regierung versucht immer wieder, sogenannte Friedenszonen in den Vierteln von Venezuela zu schaffen, den Banden zumindest einige der Waffen abzunehmen. Aber sie hätten die Lage schon lange nicht mehr im Griff, sagen viele Venezolaner. Auf den Straßen von Caracas haben andere das Sagen.